So nehme einen tiefen Atemzug der Liebe des Lichtes, der Freude, der Kraft und spüre, wie dieser Atemzug dich durchfließt und atme weiterhin Licht und Liebe ein. Und nun möchte ich dich zentrieren. Wir stellen uns vor, dass Marana-Energie uns umgibt. Und wir öffnen unser Kronenchakra. Und wir bitten, dass Marana-Energie einfließen möge. Wir sind geschützt, denn Marana-Energie umgibt uns. Und so fließt direkt aus der Quelle ein Strahl der vollkommenen Liebe von oben in uns hinein. Und nun lege den Fokus darauf, dass dieser Strahl der vollkommenen Liebe dich durchflutet, dass er dich ausdehnt und du von innen und außen von Smarana-Energie umgeben bist. Fühle die Verbindung zum Universum und fühle deine Zugehörigkeit. Spüre die Nähe Gottes. Spüre das vertraute Gefühl, zu Hause zu sein, geschützt und geliebt zu sein. Und nun nehme noch einen weiteren tiefen Atemzug und dehne dich nun mit diesem Atemzug vollkommen aus, so weit, wie es geht, wie es sich gut anfühlt. Und vielleicht spürst du ja nun, wie du dich in einer großen Kugel der Smarana-Liebe befindest. Und nun richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf. Gehe in deinen Kopf hinein, dorthin, wo dein Geist wohnt. Und konzentriere dich auf die Stelle hinter deinen Augen. Spüre, wie sich in diesem Moment eine klare Ausrichtung in dir manifestiert. Und spüre, wie du ganz zentriert und fokussiert bist. Jetzt wäre der Moment, das zu manifestieren, was dir am Herzen liegt. So spreche nun klar und deutlich mit deiner inneren Stimme deinen Wunsch aus, deine Manifestation aus.
Und nun, wenn du deinen Wunsch und deine Manifestation gesprochen hast, gehe in die Freude. Stelle dir vor, wie es ist, wenn sich dieser Wunsch und diese Manifestation erfüllt haben. Gehe in die Freude und in die Dankbarkeit. Lächle. Lächle, denn so wird es sein. Und dann lasse deinen Wunsch und deine Manifestation los. Hinauf in das Universum. Dort wird sich deine Manifestation mit dem Licht und der Liebe verbinden. Und wenn du alles richtig gemacht hast, wird sich dein Wunsch erfüllen. Wisse, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und richte deine Gedanken so aus, dass auch genau das geschehen wird, was du dir manifestiert hast. Es ist die Dankbarkeit, welche dir Kraft gibt und welche deine Klarheit neu ausrichtet. Und dann komme langsam in deiner Geschwindigkeit wieder zurück in das Hier und Jetzt. Bewege deine Hände und Füße und freue dich darüber, dass du jetzt gerade in der höchsten Smarana-Energie, in der direkten Verbindung zu Gottes Liebe, zu der vollkommenen Liebe von allem, was ist, manifestiert hast. Und so danke noch einmal der Smarana-Energie dafür, dass du diese tolle neue Ausrichtung in dir trägst. Und jeder Gedanke sollte in dieser Energie ausgesprochen werden, ausgesandt werden. Denn so trägt er das Licht, das vollkommene Licht und bringt auch, wenn er zurückkommt, sich manifestiert das Licht auf die Erde.